damit ein herzliches Willkommen an alle meine PlayerGaddon Hipsters da draußen zu einer neuen Folge Let's Play FIFA 15 Ultimate Team mit mir, den Thomas und PlayerGaddon. Ich weiß, ich habe jetzt einige Anfragen bekommen gegen Abonnentenspiele, aber ich wollte endlich die erste Liga starten, denn in letzter Zeit, ich habe ja versprochen, dass ich alle Spiele der ersten Liga filmen werde. Und deswegen werden wir heute einfach mit der ersten Liga anfangen. Als nächstes werde ich gegen Masum als Abonnenten spielen. Also erster Abonnent, und ich werde gegen ihn spielen. Und ja, Schürrle kann rein, Sanchez kann spielen. Rechts außen, wen haben wir denn da? Zabaleta, genau. Er kann Vertrag bekommen. Vertrag, da haben wir noch genug, also ich glaube, das wird noch für die gesamte FIFA 15 Zeit reichen, bis FIFA 16 rauskommen wird. Innenverteidiger. Alter, wie viele muss ich denn auswechseln? Vertonghen rein. Mangala rein. Alter, wie viel ich auswechseln muss, ey. Linksverteidiger, Klischee. Können wir jetzt anfangen oder hat noch wer Probleme? Okay, wir können anfangen. Im Übrigen, in der letzten Folge gab es ja einen Fail. Und zwar, wir haben ja Touré eingewechselt, aber am Ende hat Ramirez gespielt. Woran das lag, ich habe keine Ahnung. Also da können wir nur... Ach, warte auf Gegner, okay. Wäre sinnvoll, wenn es jetzt irgendwann ein Gegner kommt. Huhu. So, ich habe die Gegnersuche mal weggekattet, da wir anscheinend keinen Gegner bekommen haben. Im Übrigen habe ich jetzt, sei kein Hipster, sei ein Kongstar, Trikots genommen. So. Okay, mein kleines Stadion, ein Heimspiel, das erste Spiel der ersten Liga. Mal schauen, was es wird. 84er Rating, 99er Chemie. Lewandowski, Götze im Sturm, okay. Links außen, beziehungsweise linkes Mittelfeld, Schürrle, Kroos, Khedira, Müller, Piszczek, Benatia, Hövedes, Rodriguez und Leno. Eine interessante Ausstellung. Ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat, aber wir werden es einfach mal sehen. Wie er spielen kann, naja, wahrscheinlich muss er gut spielen, da er ja in der ersten Liga ist. Ich habe jetzt schon ewig kein FIFA mehr gespielt, seit 3 Tagen ungefähr. Das ist für mich eine Ewigkeit, da mir... Fängt schon mal super an, das Spiel. Okay, fängt wirklich super an, das Spiel. Ja, da. Weg damit. Im Übrigen wollte ich heute etwas über... Ja, wenn das so einfach geht, dann gehöre ich nicht in die erste Liga. Dann gehöre ich echt nicht in die erste Liga, Alter. Alter, was war das denn für ein Scheiß, weißt du? Ich finde wirklich Cech besser im Tor als Digi. Alter, nach 2 Minuten schon ein 1-0, das fängt ja schon mal super an. Wie, das ist für... Nee, am Arsch. Das ist nicht so. Weißt du... Das war klar mein Einwurf, aber nein. Boah, ich muss mir erstmal wieder einspielen, ey. Seit 3 Tagen... Warte, seit wann habe ich kein FIFA mehr gespielt? Donnerstag kam ja keine FIFA-Folge. Abseits, Gott sei Dank, ey. Der schießt sehr gerne mit R1 Kreis aufs Tor. Müssen wir auch mal öfters probieren. Ich probiere es schon oft, aber nie geht er rein. So, Ramirez. Ah, fuck, ey. Man merkt schon, dass man in der ersten Liga angekommen ist. Wir sind hier nur im Rückwärtsgang, statt in die Offensive. Weg damit. Das gibt's doch gar nicht, ey. Alter, was sollen wir hier machen, ey? Ein bisschen über die Flügel. Jetzt sind wir zum ersten Mal im Strafraum Nähe. Nein, Naguero, der Schuss war gar nicht so schlecht. Unsere erste Torchance nach 9 Minuten. Also man merkt schon, dass der Gegner nicht umsonst in der ersten Liga ist, würde ich sagen. Nach dem, was er hier so gebracht hat. Verdogen, super. Auch Aguero, lauf doch. Ich hasse es, wenn Verteidiger einem stoppen, wenn man loslaufen will. Also das Team ist eigentlich relativ... Ja, ein mittleres Budget, ne? Wirklich ein mittleres Budget. Man muss gucken.
So. Los, 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 los. Das war knapp, das war wirklich knapp. Alter. Junge, wir sind hier nur im Rückwärtsgang. Wir müssen mehr in die Offensive setzen. So. Ramirez. Alter, ey. Der stellt schön die Passwege zu. Sodass man gar keine Chance hat, irgendwie durchzukommen. Im Übrigen wollte ich noch thematisieren, dass wir in der heutigen Folge ein bisschen über das DFB-Pokal-Viertelfinale reden. Da ihr wisst, dass ich Leverkusen-Fan bin. Ja, Leverkusen hat gegen Bayern gespielt. Im Elfmeterschießen verloren. Ganz knapp. Aber, naja. Eigentlich, ich finde, Leverkusen hätte den Sieg verdient. Wie? Nee, das war kein Eigentor. Am Arsch Eigentor, das war kein Eigentor. Wo soll das denn ein Eigentor gewesen sein? Hä? Oh, er hat ein bisschen abgefälscht. Das ist dann aber kein Eigentor. Bolzen. Komm, das machen wir auch mal wie er. Jetzt schießen wir einfach mal aufs Tor. Er war gar nicht so schlecht. Aber wir haben eine Ecke rausgeholt. Ja, ich werde jetzt auch einfach aus der Ferne aufs Tor schießen. Leider hatte sein Torhüter Leno den Ball. Och, Ramirez, was schießt du denn so übers Tor? Ja, Leverkusen, Bayern im Elfmeterschießen verloren. Ja, aber der Schuss von Drimmitsch. Elfer schießt man nicht halb hoch. Also, und im Übrigen, diese Szene da von Thiago. Der tritt in den Bauch, in Kießling, ja. Genau, in Kießling hat er getreten. Das war für mich und für 99% aller Zuschauer eine rote Karte. Aber der Schiedsrichter hat es natürlich nicht gesehen. Und Thiago hatte ja dann den entscheidenden Elfer, den letzten, reingemacht. Eigentlich hätte er ja nicht mehr schießen dürfen nach der roten Karte. Also, naja. Mal wieder eine Schiedsrichterentscheidung hat das Spiel verbockt. So, und es wird sehr, sehr oft gemeckert über Schiedsrichter. Hier alles wunderbar, korrekte Entscheidung. Abseits. Was ist denn? Ja, Papa. So, ich musste ganz kurz cutten. In der Zwischenzeit ist ja nichts passiert, da wir einen Freistoß hatten, denn mein Vater ist reingekommen. Was auch immer er haben konnte. Och, lauf doch, Schürle. Weißt du, er bietet sich an, der. Oh. Weißt du, der Bolzen bietet sich an, will loslaufen, nein, dann stoppt er. Ey, diese Kaide von den Spielern, die kann FIFA wirklich mal in FIFA 16 ändern. Dass sie auch mal durchlaufen, statt zu stoppen. So eine behinderte Hurenscheiße, Alter. So. Dann hat noch Bielefeld gegen Gladbach gespielt. Die haben im Elfmeterschießen gewonnen. Da! So eine Hurenscheiße. Ja, jetzt wieder Fernschuss, ne? Sucker. Suckerino. Wer hat noch gespielt? Dortmund gegen Hoffenheim. Dortmund hatte ja in der Verlängerung gewonnen. Naja, aber Hoffenheim hätte... Die waren ein bisschen blöd. Die hätten eigentlich das Spiel schon klar machen können. In der ersten Halbzeit, Digi hat schon gehalten. Aber naja, Dortmund ist zurückgekommen in das Spiel, hat noch in der Verlängerung das Tor geschossen. Es kam nicht zum Elfmeterschießen, was ich ein bisschen schade fand, da mir langweilig war und ich da nebenbei ein bisschen geclasht habe. Wieder Ecke? Nein. Alter, wir müssen hier mal ein Tor schießen. Der versucht es nur mit Fernschüssen, die aber reingehen. Ey, das darf doch nicht wahr sein. Oh, viel zu weit. Diese Dreieckspässe sind... Nee, das sind keine Pässe. Das sind für mich... Wenn es keine Pässe sind und es kein Schuss war, was war es dann im Fußball? Jetzt überlegen wir mal. Ich habe keine Ahnung. Ja. Los. Toni Kroos. Gib's doch. Sehr nice. Ein verbissener Zweikämpfer, der Erfolg hat. Er hat den Ball. Schürle läuft. Läuft, läuft. Kriegt er den Ball? Nein, leider nicht. Er hat es mit dem Kopf geklärt. Was wir versuchen müssen, mehr Fernschüsse. Bei ihm klappt es ja auch. Das wollte ich nicht. Wenn man mit Kreispressing drückt und die dann wegschießen, das finde ich immer so beschissen, wenn die das tun. Hätten die den Ball nicht abgefangen, ich wäre ausgerastet. Das kann doch nicht sein, dass wir jetzt... Liegt es vielleicht am Hipster-Trikot Kongstar? Sei kein Hipster, sei ein Kongstar. Vielleicht... Alter! Junge! Diese Pässe sind doch... Ey, in jedem Spiel haben wir Probleme mit den Pässen. Wir müssen hier ganz besonders auf seine Fernschüsse aufpassen und wir werden hier ein bisschen versuchen zu sweaten. Ja, aber jetzt geht's nicht mehr mit dem Sweaten. Da
kein Mensch mitläuft. Ja, da können wir keinen Pass machen. Zabaleta. Oh, Zabaleta, was war das denn? Pass zum Gegner, ne? Alter, das ist doch... Nee, das erste Spiel verlieren wir. Ja, der Pass kommt an. Das Spiel ist zwar noch nicht gelaufen, aber wegen solchen Aktionen wieder... Ich sag dazu besser nichts. Ja, das wird natürlich nicht abgepfiffen, aber wenn ich sowas machen würde, direkt wird's abgepfiffen mit einer gelben Karte. Alter! De Guy will hier rauslaufen. Lauf, Schürrle. Ja, nice. Bam, Junge! 2-1, Pfosten rein. R1, Kreisschuss, wie mein Gegner. Und wir sind zurück in der Partie und mal gucken, was wir gleich reißen können. Alter! Da lass ich nochmal laufen, nicht Drecksau. Da ich das Tor richtig schön fand. War noch ein bisschen vom Torhüter abgefälscht, aber Tor ist Tor. Aguero hat geklärt, ne? Di Maria, okay. Ja, jetzt kann der Schiedsrichter von mir aus auch abpfeifen. Das war ein richtig schöner Spielzug. Erstmal ein richtig schöner Pass, Alter. Wenn der reingegangen wäre, dann hätte ich De Guy sofort Kaufpreis weg verkauft. Puh. Okay, 2-1. Ob es verdient war oder nicht, das ist die ethische Frage, die man sich in jedem Spiel stellt. Aber naja, das war ein schöner Spielzug von uns. Alter, wegen solchen Schüssen, ey. Aber guckt euch dieses Tor an. War noch vom Torhüter, vom gegnerischen Torhüter abgefälscht, aber ist ja egal. Verdient würde ich nicht sagen, aber wir haben mehr Zweikämpfe gewonnen. Unsere Schussgenauigkeit ist nicht besonders knorke, die Passgenauigkeit auch nicht, aber wir haben ein Tor geschossen und mal gucken, ob wir noch ein 2-1 machen können. Den Sieg fahre ich hier überhaupt nicht ein. Aber ein Unentschieden so wäre doch echt nice. Man braucht, glaube ich, 13 Punkte oder so, um die Liga zu halten, um die Meisterschaft zu holen, 23. Ja, also ich habe 3 Tage jetzt kein FIFA mehr gespielt. Ich bin ein bisschen aus der Übung, aber das soll jetzt nicht als Ausrede gelten, aber... Das macht schon einen Unterschied. Weiter geht's. Der Schiedsrichter guckt sich nochmal um. Es sind alle da. So, wer hat noch im Pokal-Viertelfinale gespielt im DFB? Sanchez, bist du behindert oder so? Er läuft am Ball vorbei. Ja, aber diese Spielerwechsel hier sind auch ein bisschen, ja, beschissen, würde ich sagen. Ne? Alter, geht doch mal zum Ball ran. Okay, das... Der Schuss ging 500.000 Kilometer am Tor vorbei. Und das war jetzt untertrieben. So, De Guy wird zu Klischee passen. Schürrle. Im Übrigen, mein Mikrofon scheint ein bisschen putzig sein. Woran das liegt, ich habe keine Ahnung. Es hat jetzt einfach ohne Grund angefangen zu rauschen. Was früher nicht getan hat. Woran es liegt, ich habe keine Ahnung. Vielleicht hat einer von euch ja Ahnung von Mikrofonen. Abgefälscht. Ja, Klischee, den Ball hätte man aber auch noch rausholen können, damit es keine Ecke geworden wäre. Aber ist jetzt egal, solange der Ball nicht reingeht. Ach, schön geklärt. So, mit Di Maria ein Konter einleiten. 6 gegen 4. Situation war das gerade. Bisschen niedriger und der wäre eventuell reingegangen, aber ob der wirklich reingegangen wäre, keine Ahnung. Ich glaube nicht, aber eine Ecke hätten wir rausgeholt. Es kommt auf die Torhüterleistung vom Gegner an, ne? Also auch von Leno, aber Leno ist ja so ein Tier, ne? Irgendwer hatte ja noch gesagt, dass Leno die Nummer 2 in Deutschland wäre. Naja, das haben mehrere behauptet, aber ich bin auch der Meinung. Ja, tolle Chance. Aber ich würde der Meinung zustimmen, denn... Wer sollte sonst die Nummer 2 in Deutschland sein? Jetzt gibt es andere Torhüter, wie zum Beispiel Weidenfeller. Weidenfeller wird aber langsam alt und man hat ja gesehen, was für Leistungen er im Moment in Dortmund bringt. Also, die sind nicht allzu pornös. Dann gibt es noch Zieler. Ja, Horn, aber davon will ich gar nicht anfangen. So pornös ist er jetzt auch nicht. Und Leverkusen hat ja seit fünf Toren kein Spiel kassiert, genau. Bam, Junge! 2-2. Di Maria, sehr nice. Ein 2-2, 60. Minute.
Wenn wir jetzt so weiterspielen, wäre hier sogar noch ein Sieg drin und das wäre doch richtig nice. In der ersten Liga, erstes Spiel, erster Sieg. Das wäre hammer nice, wenn das so wäre. Aber Leno hat ja seit 5 Toren in der Alter, seit 5 Spielen in der Bundesliga kein Tor kassiert. Sehr schön. Ja, der Pass ist leider nicht angekommen, hat man im Ansatz schon gesehen. Abfangen. Kein Abwehrfehler machen. Abwehrfehler gleich Gegentor, gleich Niederlage. Das ist eine spannende Partie bis jetzt. 2:0 lagen wir zurück. Wir haben das Spiel momentan mehr im Griff als in der Anfangsphase. Das ist bei mir irgendwie in jedem Spiel so. Am Anfang, ja, kassiere ich meistens Tore. Alter, solche Abwürfe vom Torhüter sind immer beschissen. Tschech kann super abwerfen, aber De Gea, das wird gelb geben, oder? Aber eine verdammt gute Freistoßsituation. Zabaleta auf die Linie. Mangala. Abgefälscht von der Mauer. Zabaleta. Ramirez. Wo zum Teufel ist Sanchez, wenn Schürrle schon einen leichten Ansatz hatte, auf die rechte Seite zu gehen? Sanchez jetzt auf der linken, oder was? Ja, einer von uns liegt, aber scheiß auf Fair Play. Alter, Aguero, was war das für ein Pass? Ah, Schürrle ist verletzt, ne? Damn it. Kriegt Sanchez den Ball? Nein, natürlich nicht. Ist es Aguero nicht gelaufen? Das verstehe ich nicht. Weißt du, man will zu einem anderen Spieler passen, aber dann kommt irgendeiner auf dem rechten Flügel und klaut einem den Ball mitten in den Verteidiger rausgelaufen. Überhaupt nicht gut. Er kommt wieder, aber wir dürfen ihn nicht zum... Ah, fuck! Alter, das war... Der war auf jeden Fall nicht leicht zu halten, Mann! Alter! Oh, hätte Götze den reingemacht. Da haben wir aber Glück gehabt. Ich dachte, es wäre eine Ecke. Ist wirklich völlig ausgeglichen, das Spiel. So, Schürrle. Alter, Mann! So, jetzt müssen wir schauen. Sehr nice. Ramirez wäre im Abseits gewesen, glaube ich. Alter, das Sweaten bringt ja auch im Moment nicht viel, ne? Im Moment ist es so ein Mittelfeldgeplanke hier. Alter! Klischee. Gott sei Dank. Oh Mann, geh doch aus dem Weg. Kein Foul, nichts faul, nichts faul. Er ist umgefallen, kann ich auch nichts dafür. Alter, Sanchez, Junge. Oh, Konter. Abseits, Gott sei Dank. Da haben wir nochmal Glück gehabt. Ich weiß nicht, ob das wirklich Abseits war, aber ist mir auch scheißegal. 81. Minute, können wir noch einen Sieg rausholen. Offensiv will ich nicht stellen, denn mit einem Unentschieden bin ich wirklich zufrieden. Wenn man 2:0 zurücklag und ein 2:2 macht, ich glaube, dann ist jeder zufrieden. Schürrle, ihm geht's wieder gut. Reinflanken hat nicht geklappt, aber wir haben eine Ecke rausgeholt. Und über Ecken sind wir gefährlich. Ohne jetzt angeberisch zu wirken, aber... Na? Oh. Ramirez, schön geklärt und fast noch abgefangen von Aguero. Aber Aguero, nichts faul. Das war ein Foul. Alter, wie... Junge, ich hätte so einen schönen Pass zu Aguero machen können. Der wäre alleine vorne gewesen. Aber ob wir den reingemacht hätten, ist auch noch fraglich. Lauf, Junge. Lauf. Ich wollte reinflanken, aber nein. Sanchez und... Ich drücke Viereck, aber nein. Sanchez will ja weiterlaufen. Wenn wir jetzt das Tor kassieren, ich raste aus. Alter, was hat das denn für eine Homo-Scheiße? Ja, 2 Minuten Nachspielzeit am Arsch. Weißt du, nach 45 Minuten... 4 Minuten Nachspielzeit. Ich wollte schon 44 Minuten.
Nee, habe ich keinen Bock drauf. Oh, ich bin Götze. Wow. Ich habe ein Tor gemacht. Wow. 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 Zaccarino, Alter. Sensationell. Was? Wow. Ich bin Götze. Ich hab ein Tor geschossen. Wow. Ich bin Götze. Wow. In der 90. Minute habe ich ein Tor geschossen. Yeah, wir haben gewonnen. Nee, hab ich keinen Bock drauf. Weißt du, jedes Mal kassiere ich in der 90. Minute das Tor. Weißt du, das kann nicht sein. Weißt du, am Ende hätten wir sogar noch einen Sieg gehabt nach der zweiten Halbzeit. Da waren wir klar am Drücker. Naja, klar, will ich nicht sagen. Aber wir waren schon am Drücker. Ja, wow, mehr Schüsse aufs Tor ist mir egal. Aber Zweikämpfe hatten wir mehr, auf jeden Fall. Mein Name ist Manni Breukmann. Ich würde sagen, das war's dann für die heutige Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ruhig einen Daumen nach oben da. Das erste Spiel in der ersten Liga. War nicht so erfolgreich heute, aber... Und ja, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, würde ich mich auch sehr um ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal, sagt euer Hipster Thomas. Ciao.